Ja, liebe Besucher der Thermik, wir starten mit einem richtigen Lifestyle-Vortrag in Richtung Mittag. Und ich darf euch vorstellen hier die Regina Glas. Die Regina Glas ist zuständig im DHV für den Drachenflugsport. Und Drachenflugsport ist ja so ein bisschen stagniert und manche sagen, er ist tot. Aber die Regina kümmert sich hervorragend um dieses Thema. Und vielleicht sagst du ein paar Worte dazu. Ja, hallo. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Und ich freue mich, dass jetzt doch einige Leute hier sitzen und auf den Drachenvortrag warten. Drachenfliegen ist hier vielleicht jetzt nicht ganz so präsent wie Gleitschirmfliegen, aber auch wir haben im Foyer einen Drachenflugsimulator. Jeder, der mal wirklich fliegen will, ich kann es euch nur raten, hängt euch da rein. Dieses Fluggefühl mit dieser virtuellen Brille ist der Hammer. Man hat das Gefühl, wirklich in der Luft zu sein, und ich habe es gestern Abend schon ausprobiert. Also es war wirklich so, dass ich nach ein paar Wingover nachher ausgestiegen bin und hatte das Gefühl, mir ist ein bisschen schummrig. Und das Steuern kann man hier richtig gut nachfühlen, wie es geht, und es wird in einem erklärt, also bitte macht's das. Wer dann später einen Drachen aufheben will, vor dem DHV-Stand ist ein Drachen, kann jeder mal hingehen und den selber aufheben, fühlen, wie sich das anfühlt. Und jetzt haben wir eben unsere zwei Prominenten, den Alex Ploner und den Steffen Wink. Ja, kommt sie mal, ihr zwei, auf die Bühne. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Grüß euch. Sensationell. Hallo. Servus. Hallo Regina. Hallo, servus. Hallo. Hallo. Hallo Steffen. Ja, ich hab's, hallo Alex. Gerade eben, ich hab ja schon drin gehangen in dem Simulator. Also ich finde das, also der Wahnsinn eigentlich. Also man denkt wirklich, man fliegt. Und dann sprachen die anderen um mich herum, wie der Alex, dann ständig so, ja, los, zentriere besser, los, mehr rechts, rechts, rechts. Und dann dachte ich immer, die sprechen aus den Wolken. Also es war ein tolles Erlebnis, müsst ihr machen. Und das kann ich auch nur dir beipflichten, Steffen, weil das ist großartig, mal auch als eingefleischter Gleitschirmflieger das Drachenfliegen zu erspüren. Das kann man im Simulator machen. Noch besser ist, selber an den Übungshang zu gehen und selber mal zu fliegen mit dem Drachen. Das ist ein ganz anderes Feeling, müsst ihr einfach erlebt haben. Und wir wollen euch zwei mal ganz kurz vorstellen, bevor wir mit dem Vortrag starten. Regina, mit dem Steffen. Also Steffen ist Schauspieler. Der ein oder andere hat ihn bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen und sagt jetzt, irgendwoher kenne ich den Typen. Steffen Startplatz ist, oder aus dem Fernsehen. Genau. Der Steffen ist begeisterter Drachenflieger. Und der Alex Ploner ist unser fünffacher Weltmeister, kommt aus Südtirol, ist DHV-Testpilot. Und die beiden haben eine besondere Sache gemacht. Etwas, was im Gleitschirm eigentlich schon völlig normal ist, so Biwak zu fliegen, von Berg zu Berg, am nächsten Tag weiter, übernachten und so weiter. Die beiden haben das mit dem Drachen gemacht und werden heute ein bisschen darüber erzählen, wie das funktioniert hat. Und so nicht auf wettbewerbsmäßig, sondern auf Abenteuerart. Und jetzt übergebe ich einfach an die beiden. Die sollen jetzt mal selber was erzählen. Danke. Applaus für die zwei. Wir sind sehr gespannt. Danke. Vielen Dank. Ja, wir zeigen euch jetzt den Film. Der ist, wolltest du noch was? Ja. Jetzt nochmal kurz, wenn ihr Fragen habt zwischendrin, hebt einfach die Hand. Ihr dürft jederzeit die beiden Jungs was fragen. Die sind bereit, euch alles zu beantworten. Und wir gehen einfach mit dem Mikrofon zu euch hin. Also, ja. Ciao. Das Mikro bleibt an, also genau. Da ist schon, da geht er los. Der Film ist 2013 entstanden. Und ja, genau, mach mal die Volume hoch von dem Film, dass wir die schöne Musik hören. Nord und Süd. Dieses schroffe Felsmassiv zu überwinden, einfach zu überfliegen, ist einer der ältesten Träume der Menschheit. Steffen, die Idee kam eigentlich vom Film, was jeder von Tony Bender kennt, als er mit dem Schirm über die Alpen geflogen ist. Und das fand ich so toll. Das musste man einmal nachmachen, und das ist dann den Guido dann eingefallen, das nachzumachen, oder? Ja, richtig. Also die Idee war eigentlich mal eine Luftwanderung zu machen mit dem Drachen. Also ähnlich wie die X-Alps, aber wo jetzt nicht der Wettbewerb im Vordergrund steht. Und da ist der Alex viel besser als fünffacher Weltmeister. Und es ging darum, um Spaß zu haben mit Freunden, was Gemeinsames zu erleben, ein Abenteuer zu erleben. Und auch auf diesem Weg auch andere Menschen zu treffen, kennenzulernen. Und das stand so im Vordergrund.
Und ja, anfänglich wollte ich den Film mit dem Guido German machen, den wird jeder Drachenflieger kennen, die Legende, der ist leider 2013 tödlich verunglückt bei einem Flugzeugunfall. Und wir wollten es aber machen, diesen Film 2013. Und dann ist der Guido verstorben und wir haben gesagt, wir machen das jetzt trotzdem. Und dann, Alex ist auch ein sehr guter Freund von Guido gewesen und er war für mich jedenfalls die Person, die die Berge am besten kennt. Die Dolomiten, den Bassano bis zum Chiemsee zu fliegen. Und ich war extrem froh, als mir der Steffen gefragt hat, du, wie wäre es, wenn wir es trotzdem weitermachen? Der Guido hat es so gerne gehabt und jetzt, ich will das nicht sterben lassen, willst du es mitmachen? Dann war ich super happy, das machen zu können. Erstens, weil der Guido ein gemeinsamer großer Freund von uns war. Und zweitens, weil ich war sowieso schon neidisch, als die beiden mir erzählt haben, dass sie es vorhatten. Weil ich sagte, bah, das ist so geil, das möchte ich auch mitmachen. Deswegen war es für mich dann eine Freude da, dass ich einsteigen konnte, um das mitzumachen. Und das war tatsächlich so ein Abenteuer, den ich wahrscheinlich dann mein ganzes Leben erinnern werde. Das ist etwas Besonderes, das ist nicht wie Wettbewerbsfliegen, das ist nicht wie eine WM zu gewinnen, aber so ein Abenteuer ist auch extrem besonders. Also eine große Sache gewesen. Also wir sind im Grunde so moderne Indianer. Kannst du dich erinnern, wie es hier mit dem Hubschrauber war? Das war hier am Start. Also genau, wir waren ziemlich nervös. Okay, wir müssen jetzt starten, wir müssen jetzt unsere Reise beginnen und wir tragen gerade den Drachen vor an die Startrampe. Plötzlich kommt jemand angerannt. Halt, stopp, stopp, stopp! Was denn, was willst du? Nicht starten! Wieso? Ja, seht ihr den Helikopter nicht? Ich dachte natürlich, es wäre ein Rettungshubschrauber, klar, als Flieger weiß man, wenn der Helikopter da ist, ne, darf man nicht starten. Und er sagt, ja, der ist aber für uns da. Und den hatten wir extra bestellt für die Flugaufnahmen, die dann später jetzt noch auch gleich zu sehen sind. Und er wartete danach, und dass wir endlich starten. Ne? Und das Benzin wurde auch immer weniger, was jede Minute zählt. Und ja, wir sind dann da rausgestartet. Und die Wetterlage, das sieht man nach Osten, dass es so schwarz ist. Also den Hubschrauber war bestellt, an den Tagen mussten wir drehen. Ja. Aber der Tag war überhaupt nicht der richtige, um nach Norden zu fliegen. Aber da sind wir halt gestartet, um den Start zu filmen mit dem Hubschrauber. Schau die Luft. Und da sind wir ganz schnell nach Westen weggerannt, weil die Front ist ziemlich schnell gekommen. Also beim Drehen war nicht immer alles so einfach, wie wir es hätten, wie es geplant hatten. Aber die Startaufnahmen waren dann schon sicher. Und den richtigen Start für den Nordflug haben wir dann einen anderen Tag machen müssen. Weil das war nicht eine Drei-Tages-Geschichte, wie ihr euch vorstellen könnt, das richtige Wetter zu finden und das Team immer mitzuhaben. Da haben wir schon öfters Flüge nachfliegen. Über bestimmt 4-5 Wochen oder so, glaube ich, so der Zeitraum. Die Etappen sind wir so geflogen, nur waren auch zwischen den Etappen dann auch mal eine Woche Pause, weil das Wetter nicht ging oder weil das Filmteam anders verplant war. Und das ist ja halt das Blöde. Die Filmleute sagen, okay, wir wollen nächste Woche drehen. Könnt ihr da? Ja, wir können schon. Aber ob das Wetter mitspielt, das ist ja immer die große Frage. Oder ob Thermik ist oder ist total stabil. Und dann stehen wir am Boden ganz schnell. Aber danach ist es eigentlich gut gelaufen. Das größte Problem war der erste Tag, wo die den Hubschrauber schon bestellt hatten. Und wir mussten die Aufnahmen machen vom Start. Aber danach haben wir es besser... Haben wir schon gesagt, wo? Also wir sind in Bassano del Grappa gestartet. Genau. Also Venetien. Und genau, und der Weg war sozusagen Idee Alta Badia, seine Heimat von Alex. Und von dort aus dann weiter über den Alpenhauptkamm nach Kitzbühel und dann von Kitzbühel die letzte Etappe zum Chiemsee in Bayern. Die liebliche Landschaft Venetiens geht hier sanft über in die hochalpine Kalksteinwelt der südlichen Dolomiten. Von hier oben aus wirken Straßen, Seen und Flüsse wie abstrakte Gemälde. Und immer wieder entdecken Steffen und Alex Dinge und Strukturen, die dem Wanderer am Boden verborgen bleiben.
Ja, Wetter sieht übel aus, ja, da hinten im Osten. Aber mit diesem Gewitter da hinten können wir nicht viel machen. Wir sind hier geparkt, bis wir genau verstanden haben, was das Gewitter hier hinten macht. Wir können hier Höhe machen und ein bisschen Richtung Westen fliegen. Das ist, was wir momentan machen können. Du bist doch ein guter Plan. Ich folge dir. Vor den Luftwanderern liegt das Herz der Bleichen Berge. So wurden die Dolomiten noch bis ins 18. Jahrhundert genannt. Es ist gequältes Gestein, das die unbändige Kraft der Erde vor Jahrmillionen vom Boden des Urmeeres tausende Meter nach oben emporgehoben hat. Doch plötzlich erweist sich das Wetter als völlig unberechenbar. Ja, jetzt fängt es an zu regnen. Alex, hörst du mich? Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich komm einfach nicht hier durch. Verdammter Mist. Scheiße, Mann, ey. Alex für Steffen. Ah, nur Mann, ey. Steffen, hörst du? Hörst du? Okay, Steffen ist nicht im Funk. Alex, hörst du mich? Ah nee, Steffen ist doch im Funk. Ja, grüß dich, Steffen. Da auf der Westseite, wo ich da abgehauen bin, da hat es mich sowas runtergewaschen. Ich habe schon gedacht, ich überschlag mich. Also es war echt kritisch. Alex, ich lande. Ja, das Problem nach Norden zu fliegen ist immer, dass die Luft, die feuchte Luft, eine tiefere Basis im Süden hat als im Norden. Deswegen das nach Norden fliegen war nicht ganz so einfach, weil man einfach mit der Basis dann langsam mitsteigen muss. Und an dem Tag war es überhaupt nicht so einfach, wie wir es erst gerne gehabt hätten. Ja, aber als durchgeflutscht. Aber als Drachenflieger ist es ja kein Problem, so mit dem Auto mitfahren zu können. Ja, das sehen wir ja jetzt gleich. Ja, Regenschauer sogar abgekriegt. Dann haben wir ganz schön kämpfen müssen. Also ich ein bisschen mehr als der Alex. Weiß jetzt gar nicht, wo er ist. Ich vermute, dass er hier noch ein Stück reingeflogen ist. Aber da hinten regnet es schon. Ist sehr dunkel, also ich wollte da nicht mehr hinterher. Doch Alex, der mehrfache Weltmeister im Drachenfliegen, hat auf der anderen Seite des Berges mehr Glück. Das Ziel der ersten Etappe liegt zumindest für ihn jetzt zum Greifen nahe. Alex für Steffen. Wo steckst du? Fliegst du weiter? Ja, ich flieg weiter. Ich bin schon fast am Anfang vom Agor Total. Verstanden. Ja, sauber, Alex. Ich habe keine Chance, mit dir zu fliegen. Bis später. Bis gleich. Ciao. So, schnell zu, bevor es regnet. Auf Regen und Wind folgte die Notlandung im Maisfeld. 50 Kilometer nach dem Start muss Steffen, der Luftwanderer, seinen Weg am Boden fortsetzen. Autostopp. Die einzige Möglichkeit, etwas schneller in Richtung Norden zu kommen. Hey. Ciao. Dolomiti, alter Badia. Ja? Na, hier mit dem Drachen. Doch 3 Meter Drachen lassen sich eben nicht so einfach hinter einem Baum verstecken. Und während Steffen sitzt, gleitet Alex majestätisch durch die Lüfte. Er hat Glück. Die letzten Reste der Nachmittagssonne haben das Gestein der nördlichen Dolomiten so weit erwärmt, dass einige verbliebene Aufwinde dem Drachenflieger noch immer ausreichend Höhe schenken. Alexander erreicht Alta Badia, ein Hochtal 1400 Meter über dem Meeresspiegel und gut 100 Kilometer vom Startplatz in Bassano gelegen.
Es ist das erste Etappenziel der beiden Luftwanderer. Eine solch elegante Anreise bleibt Steffen jedoch an diesem Abend verwehrt. Ja, es hängt davon ab, was für Typen auf der Straße er findet. Wenn er den richtigen findet, der ihn gleich hierher fährt, dann dauert es nicht lange. Dann dauert es vielleicht 2,5 Stunden, 3 Stunden, weil ich habe ja auch meine Zeit gebraucht, um hochzufliegen. Und wenn nicht, wenn es nicht direkt geht, dann kann es schon mehrere Stunden dauern. Ja, man braucht auch Glück beim Fliegen, dass man die richtige Thermik erwischt oder halt auch den richtigen Autofahrer. Oh. Hey, ciao! Dolomiti, Alta Badia. Ja, Alta Badia. Ich habe einen Drachen dabei. Kann ich den oben drauf? Unglaublich, wie viele Autos mit einem Dachträger nach unterwegs sind, oder, Steffen? Endlich ein Wagen. Das nennt man Glück, ne? Eine Mitfahrgelegenheit fast bis ins Ziel. Der freundliche Italiener, selbst Drachenpilot, kennt die Tücken des Wetters. Hey, amici! Was machst du? Ah, warte, ich hab dir. Warte, ich hab dir. Okay. Hey, André. Ciao. Ciao. Gut, danke. Manche, warum bist du nicht nachgekommen? Du bist ja oben. Mann, echt, ich hab dich verloren. Ja, aber es war ein bisschen so, ich bin durchs Regen geflogen. Das war teilweise auch fast gefährlich. Echt? Ja, ja, ich hab schon gesehen, Gewitter hinten und so. Überall, so rechts aber und super, links. Aber super, hast du geil gemacht. In der würzigen, klaren Alpenluft auf dem Gipfel des Pizzolega betreibt Andrea Tasser, der Freund der beiden Luftwanderer, ein Berghotel, das sich seit Generationen im Besitz seiner Familie befindet. Vor dem Hotel gibt es eine einzigartige Start- und Landebahn für Flugdrachen. Von dort aus wollen die beiden am nächsten Morgen ihren Flug nach Norden fortsetzen. Inzwischen haben sich die Wolken fast verzogen. Der Wind hat gedreht. Es herrschen gute Startbedingungen. Doch vor dem Abflug wollen die Luftwanderer noch Abschied nehmen. Es geht um Guido Germann. Oft waren sie mit ihm gemeinsam hier oben, bis ihn im Frühjahr ein Flugunfall aus dem Leben riss. Ja, der Guido war also von uns allen dreien, die wir hier sind, wirklich ein sehr enger Freund und einer der besten Freunde. Und ich habe eigentlich ursprünglich mit dem Guido diese Idee gehabt, voriges Jahr, zu sagen, wir fliegen über die Alpen von Venetien hoch zum Chiemsee. Und ja, daraus ist halt leider nichts geworden, weil Guido ist am 1. Mai tödlich verunglückt und es war ein riesen Einbruch in unser Leben. Hat uns total rausgerissen und dann wollte ich das Projekt aber trotzdem weitermachen. Und auch zu Ehren von Guido. Und dann habe ich mir überlegt, mit wem könnte ich das machen? Natürlich auch jemand, der dem Guido genauso eng stand und der auch ein guter Flieger ist. Und da gab es eigentlich nur den Alex. Schicken wir es per Luftpost in den Himmel. Den Abschiedsgruß an Guido werden die beiden heute über den Drei Zinnen abwerfen. Dort, wo auch seine Asche verstreut wurde. Ich glaube, da muss man etwas dazu sagen. Der Guido war für uns beide ein besonderer Freund. Ohne Guido hätten wir uns auch nicht getroffen, die kleine Truppe, die wir sind. Und der hat immer so ein... Der hat immer die Leute so gut zusammenhalten können, in einer sehr positiven Weise. Oder? Gestartet von Steffen? Andreas Hütteweg. Steffen? Wir haben schon schön. Ach so! Ich bin so vertieft in den Film. Ohne hier ich dachte original, das kommt vom Film. Ja, absolut. Genau, das darf man nie vergessen, dass wir durch Guido, der hat uns ja immer so zusammengebracht und wir sind zusammen Drachenfliegen gegangen. In die Dolomiten bin ich durch Guido gekommen und
Ja, wir haben ja auf dem Pizzo Rega oben auch viele Abende und Nächte verbracht, wo wir gefeiert haben und gelacht haben und Erinnerungen geteilt haben. Für mich wirklich ein heiliger Ort irgendwie dort. Also überhaupt bin ich wahnsinnig gerne in den Dolomiten. Für mich das schönste Gebirgsmassiv zum Fliegen, optisch sowie auch thermisch. Und an diesem Tag fast zum Greifen nah. Und natürlich war auch als unser Waypoint, der stand natürlich auch fest, wir müssen über die drei Zinnen fliegen. Ja? Und um diese Luftpost an Guido abzuschicken. Und das war wirklich ein majestätischer Tag, kann man nicht anders sagen. Ja, also allein, dass wir am Pizzo Rega da rauskamen und starten konnten und den Weg dann rüber zu den drei Zinnen, das war wirklich gigantisch. Hohe Basis. Ja, das war ein Hammertag. Ja. So einen besseren Tag hätten wir nicht haben können. Und ich denke mir manchmal, das war irgendwie Segen von oben. Ne? Ja, ja. Jetzt genau. Sieht man, wie, wie der Brief abgeworfen wird hier bei Alex. Und tschack. Und das war auch der längste Flug, was wir gemacht haben. Ja. Weil von Cortina sind wir gestartet, also von Pizzo Rega über Cortina, genau. Die drei Zinnen und dann den Hauptkamm drüber. Einen kleinen Umweg sozusagen, aber es hat sich gelohnt. Man schaut hier. Das war wirklich ein Wahnsinnszufall, dass wir die da treffen. Ja. Sich die drei Zinnen an diesem Tag für eine waghalsige Unternehmung als Kulisse ausgesucht hat. In der Zwischenzeit nähern sich Alex und Steffen am zweiten Tag ihrer Reise der schwierigsten Passage, den hohen Gipfeln des Alpenhauptkamms. Gut 3000 Meter über Grund. So, Richtung Hauptkamm schaut es gut aus. Hoffentlich bleibt es so. Da müssen wir hin. Also hier in den Dolomiten sieht man schon, dass der Winter gut war. Da liegt noch unglaublich viel Schnee. Da dauert es noch eine Weile, bis das Ganze weggeschmolzen ist. Ready, Steffen? Okay, fliegen wir rüber. Also schon alleine den richtigen Tag für den Hauptkammüberflug zu erwischen, ist nicht leicht. Und wir mussten schon 3-4 Tage davor die ganzen Filmcrews sagen, wann machen wir es, wann ist das möglich. Der Alpenhauptkamm und so einen Tag zu erwischen, vom Süden. Da braucht man das Glück. Und das war ein Tag. Nord- und Südföhn. Da waren hunderte Kilometer möglich. Das war ein super Traumtag. Wenig Wind, einen gefährlichen unglaublich hohe Basis. Bis in die Stratosphäre. Perfekt. Das keine einfachen Bedingungen für die Luftwanderer. Kitzbühel, ihr nächstes Etappenziel, liegt zwar gleich hinter dem Hauptkamm, aber das Wetter wird wieder schlechter. Alex, hinter uns ist ganz schön dunkel und auch viel Regen zu sehen. Alex, wie geht's drüben? Ah, Scheiße, Gewitter. Glaubst du, wir schaffen es über den nächsten Kamm? Na, ich verliere hier. Ja, über den Hauptkamm war noch die Basis fast auf 4000, aber auf der Nordseite war dann die Luft deutlich feuchter. Alex, ich lande. Ich probiere so schnell wie möglich runterzukommen. Nein, da ist eine Stromleitung. Ich bin unten, alles Roger. Ja, und Team Kitzbühel hat uns da gleich aufs Seppi. Hoch, genau, zum Hahnenkamm mit Seppi Salvenmoser. Chiemsee ist direkt jetzt genau hinterm Wild. Ja, da kann man auch erzählen, warum wir Kitzbühel oder warum ihr beide Kitzbühel ausgesucht habt. In Kitzbühel war ja die Red Bull Speedrun organisiert und das war auch so ein Event, was ein Meilenstein gewesen ist in der Fliegerei. Und der Seppi war Organisator, der Guido war immer dabei und ich hatte auch das Glück, mitmachen zu können. Und deswegen war die perfekte Location dort
eine Landung zu planen. Wann war das, Alex? Schön. 2000, glaube ich, oder 99? 99, 2000, ja. 2001. Legendär. Also und da waren, das Rennen war das, ja. Und da hatten wir wieder so einen Tag. Das war wieder ein Tag, der, das war ein Traum, was Sie erinnern. Die Bedingungen, die waren super schön. Was hat der Wolf an dem Tag gesagt? Die Thermik wie gemahnte Wiesen, oder? Ja, also die Thermik gemahnte Wiesen ist gemahnte Wiesen. Ja, ja. Ja, das schaut gut aus. Also es war am Anfang ein bisschen Bastelei, weiß ich noch. Aber dann ging es unglaublich hoch. Ja. Und dann war es wirklich leicht. Oh, herrlich. Du Alex, geil, oder? Also Kitzbühel ist einfach der Hammer. Und Drachenfliegen ist geil. Ein ja, Traum. Sieht man es wieder. Das ist einfach schön. Ich liebe das über den Startplatz nochmal so rüber, ja, die Geschwindigkeit. Alex, wie Steffen? Alex, wo bist denn du? Ich bin jetzt auf 3000 gekommen. Ich glaube, das ist schon ein besonderer Tag heute. Weil 3000 hier genau über Kitzbühel, das glaube ich, macht man nicht sehr oft und so easy. Und die Aussicht ist gigantisch. Ja. Geil, oder? Hey, komm wieder hoch, ich habe etwas vor mit dir heute. Ah, Alex, ich mache wieder einen Scheiß, ey. Ich komme irgendwie wieder nicht hoch, ey. Ich glaube, das war mein meistgesagtestes Kommentar, der aufgenommen worden ist. Das war für mich natürlich auch ein Wahnsinnsdruck, mit dem Weltmeister zu fliegen. Ja, sonst so ein bisschen spazieren fliegen und so. Und der hat ein Tempo drauf, also da legst du die Ohren an. Aber da lernt man viel. Na, so schlimm war es auch nicht. Ja, ja. Let's go! Irgendwo zwischen Himmel und Erde hängen Steffen und Alex an ein bisschen Plastikfolie und Aluminium. Ja, wenn man so ein Abenteuer macht, dann denkt man schon nach, mit was man unterwegs ist. Ja. Letztendlich ein paar Rohre und ein bisschen Tuch und man kann so etwas erleben. Wenn man da überhaupt danach, wenn man den Film gesehen hat, dann denkt man drüber nach. Ja, wenn man schaut, auch die Entwicklung ja, vom Drachenflugsport in den Mitte der 70er Jahre, erste Weltmeisterschaft in Kössen und die Geräte von damals zu heute, also ein Quanten, mehrere Quantensprung ja, genau, sozusagen. Ne? Der da. Und vielleicht vergessen wir halt, was für ein Glück wir haben, dass man so etwas erlebt. Ja, unglaublich. Man konzentriert sich auf Kilometer und Wettbewerbe und so, aber letztendlich die Fliegerei ist Abenteuer und Spaß. Und das kam hier raus, glaube ich. Ja, hier drehen viele Schwalben. Normalerweise, wo die Schwalben drehen, ist auch der beste Bad. Und so ist es. Die Schwalben fliegen im Bad nämlich das Kaisergebirge, weil die Thermik mitnimmt. Wir haben natürlich auch noch einen kleinen Abstecher nach Kössen gemacht und haben versucht, den Raum auf Toni vielleicht auf den Kopf zu spücken. Ja. Aber der war auch schon weg. Der war auch schon eine Kilometerfresse in Pinzgau. Grüß dich. Guten Appetit. Basis auf 3:30. Hammermäßig geil. Jetzt habe ich es doch geschafft. Das war ein bisschen zäh am Anfang, aber jetzt habe ich die Wolkenbasis gemacht. Ja, der letzte Flug, der war ja ziemlich leicht. Mit den Basishöhen war der Flug zum Chiemsee. Ja, das war wirklich ein Spaziergang, ja. Steffen, ich bin genau über dir, gell? 20 Meter über dir. Über den Wolken. Ah, beim Singen bin ich gar nicht gut, gell?
Der Hauptkamm ist von hier nicht einmal so viel entfernt. Von dieser Höhe sieht man ihn gut, wo wir gestern vorbeigeflogen sind. Und der Chiemsee kann man auch schon aussehen, da draußen zwischen die Berge, zwischen die Hügel. So eine Aussicht, so ein Tag. Jo, da hinten haben wir schon den Chiemsee sehen. In der Flucht. Da müssen wir hin. Eine fantastische Reise von der italienischen Po-Ebene über die Dolomiten und den Alpenhauptkamm liegt hinter Alex und Steffen. In knapp 3 Tagen haben sie 3 Länder und das höchste Gebirgsmassiv Europas überflogen. Rund 300 Kilometer. Nur mit ihren Drachen. An diesem Abend haben die Luftwanderer endlich ihr Ziel erreicht. Den Chiemsee im bayerischen Voralpenland. Ja, ein bisschen nass bin ich geworden. Ich war ein bisschen hoch, ich habe es ein bisschen auf der sichere Seite genommen, da musste ich bremsen. Aber Schuhe ist kein Problem, ich habe ja ein paar Schlappen im Gurt. Die Fläche ist klein und die Wahrscheinlichkeit, dass man hier ins Wasser landen muss, ist schon groß. Deswegen ist der Druck schon hochgegangen, also mehr als üblich. Normalerweise bin ich nicht so angespannt bei einer Landung. Alex ist gelandet. So souverän, wie es sich für einen mehrfachen Weltmeister gehört. Und Steffen? Für ihn ist eher das Ankommen das Ziel. Nicht zwingend Eleganz. Aber warte, Steffen, wie er es erzählt hat, das finde ich nicht richtig. Weil da muss man schon dazu erzählen. Da war die Frage, könnt ihr hier landen am Strand? Da haben wir uns die Fläche angeguckt. Das war ja wirklich... Das waren 20 Meter, nicht einmal. Und ich war da so begeistert, habe ich gesagt, ja, easy, easy. Aber als es dann zur Sache kam, waren wir beide ziemlich angespannt, weil das war nicht so einfach. Und wir haben die Landung am Abend gedreht, wir haben uns hochschleppen lassen am Abend, so dass wir sicher waren, dass die Luft ruhig war, weil der Landeplatz war einfach zu klein. Und wenn man da zu weit gekommen wäre, da wäre man direkt in die Bäume reingekommen. Ich habe ja gesehen, wie du gebremst hast, dachte ich, ach gut, dann hole ich ein bisschen weiter aus, aber ein bisschen zu weit ausgeholt. Die war klein, also... Die Gläser hier übrigens, die haben mir beim Seppi hier Mund geblasen. Der Seppi ist ja Glasbläser und die Schnapsgläser, die hatten wir dann sozusagen zum Abschluss mitgenommen, um dann unseren Schnaps zu trinken. Die man hat, einen auch zu einem besseren Menschen machen kann, mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, wenn ich dann auch im Leben wieder in meinem Beruf stehe und da relativiert. Das ist genau ein schönes Bild für das Abenteuer. Am Abend... Ja. Das ist genau, wenn man so nachdenkt, dann, was wir gemacht haben, das ist genau, was mir reinfällt. So, wenn die Sonne runtergeht, da kann man drüber wieder die Fantasie fliegen lassen, über was man gemacht hat oder was man dann noch dazu machen kann in der Zukunft. So, jetzt fängt der nochmal von vorne an, aber nee, können wir abstocken. Das ist vielen Dank. Was für eine hervorragende Reise. Applaus für die zwei. Wie ihr gemerkt habt, der eine oder andere kennt den Film vielleicht auch schon. Er geht ja eigentlich 50 Minuten. Ich habe jetzt sozusagen den nochmal komprimiert. Und wer Interesse hat, den gibt es auf DVD zu kaufen. Und genau, wird der ein oder andere vielleicht auch schon haben. Ja, vielen Dank euch zwei. Erstmal bekommt jeder eine Flasche Cuvée. Ja. Dann könnt ihr auf diesen tollen Flug nochmal anstoßen. Und uns kommen natürlich ein Haufen Fragen, weil Biwak fliegen mit dem Drachen, das hat ja noch eine ganz andere Herausforderung als Biwak fliegen mit dem Gleitschirm. Wir sehen nachher einen ganz tollen Biwakflug in Neuseeland über die neuseeländischen Alpen mit dem Gleitschirm. Aber Drachen fliegen, das hat ja noch eine ganz andere Herausforderung. Einmal ihr zwei müsst immer zusammenbleiben. Und wie habt ihr das geschafft, dass ihr zusammenbleibt? Weil das ist schon schwierig. Steffen, dass ihr
das koordiniert? Ihr habt das mit Funk gemacht? Wie ich schon gesagt habe, also Alex natürlich hat schon ein anderes Tempo drauf. Das ist ganz klar, ganz normal. Und wir hatten natürlich Funkkontakt. Und genau, dann musste ich halt dann absprechen, ein bisschen warten. Er hat dann mehr warten müssen als ich. Ja, aber das war kein Problem. Man muss auch dazu sagen, das war nicht das erste Mal, dass wir zusammengeflogen sind. Ja, genau. Durch Guido, wir waren mindestens 2 oder 3 Mal im Jahr in den Dolomiten unterwegs, weil der Guido war ja so oft wie möglich bei uns, hat er gerne geflogen und da war meistens auch der Steffen dabei und wir sind oft und viel zusammengeflogen. Deswegen, wenn man sich schon kennt, dann ist es auch einfacher zusammen zu fliegen. Ja. Ich glaube, das spielt eine Rolle. Und das war man weiß auch genau, was der andere macht. Also man kann sich auch nah rantrauen, eng kreisen, Faxen machen und was alles dazugehört. Das Schwierigste beim Drachenfliegen ist eigentlich so die Landung, ne? Dass man immer einen Landeplatz findet bei so einem Biwakflug. Das ist sicherlich auch die Herausforderung, oder? Ach, das ist... Natürlich ist es beim Schirmfliegen einfacher, aber wenn man ein bisschen fliegt, dass man den Drachen ein bisschen beherrscht, dann sind die Landeflächen, Landemöglichkeiten auch. Hast du ja einen anderen Gleitwinkel, ne? Ja, genau. Das hilft auch. Ja, aber es ist auch überhaupt kein Problem. Man hat ja gesehen, der eine Landeplatz, der ist ja auch bergauf gewesen und das ist auch möglich, mit dem Drachen am Berg oben wieder zu landen. Das ist wunderschön, das ist eines der tollsten Gefühle, die man haben kann. Also man muss sich das natürlich trauen, aber im Endeffekt ist es dann doch nicht so schwierig, wie man oft das denkt. Ja, weil du fliegst dann mit dem Drachen genau auf den Berg zu und musst dann halt die Hangneigung das mitnehmen. Das ist genau der Unterschied zum Schirmfliegen, dass man halt auf den Berg hochfliegt. Ne? Wir haben uns überlegt, dass wir ein paar Fragen auch zulassen aus dem Publikum. Was habt ihr für Fragen beim XC-Fliegen, beim Biwak-Fliegen mit dem Drachen? Und Regina hat, glaube ich, auch noch ein paar Fragen. Genau, in allererster Linie kommen von euch vielleicht Fragen. Ich gehe gerne mit dem Mikrofon hin, wenn irgendjemand was wissen will von den zwei Jungs. Und ihr könnt sie natürlich auch danach ein bisschen befragen. Die sind ja noch die ganze Zeit auf der Messe und jederzeit bereit, euch was zu beantworten. Aber für mich ist es einfach so, Alex, du bist der Wettbewerbsflieger und du fliegst Weltmeisterschaften überall mit. Du bist 5-maliger Weltmeister. Was macht dir denn eigentlich mehr Spaß? So ein Abenteuer mit dem Steffen oder auf dem Wettbewerb mitzufliegen? Oder was ist der Unterschied für dich? Also am Anfang habe ich natürlich das Fliegen angefangen, weil das Abenteuer mir gefallen hat, das in der Luft zu bleiben. Und irgendwann hat mir dann der Karl Reihiger gesagt, du könntest doch mal bei Wettbewerben mitfliegen, weil da lernt man mehr besser fliegen. Da habe ich das angefangen und habe tatsächlich gemerkt, mit anderen zu fliegen und sich gegenseitig ein bisschen zu pushen, da lernt man viel besser das Fliegen. Und deswegen habe ich mich mit der Wettbewerbsfliegerei befasst und das gefällt mir heutzutage noch. Aber ich könnte nie fliegen, wenn es nur Wettbewerbe wäre, weil nach einem Wettbewerb habe ich eine riesige Lust, wieder alleine fliegen zu können. Ohne den Stress, ohne den Druck, obwohl es mir brutal Spaß macht, aber ein Abenteuer, einfach nur an einem Tag fliegen zu gehen und dann auf der Basis mich fragen zu müssen, wo geht es heute hin, wo kann ich heute gehen, das ist ein Gefühl, was ich unbedingt haben will und brauche. Und danach, das Wettbewerbfliegen ist das Reizende, weil das macht auch Spaß, so schnell wie möglich eine Strecke zu fliegen, das ist ja auch super geil. Aber ich glaube, das Fliegen uns gefällt, weil es immer noch eine Gefühlssache ist und ein Erlebnis, ein Abenteuer. Genau. Ja, und was mich jetzt persönlich interessiert, ich meine, ein bisschen war ja dabei am Anfang in Bassano, dann habt ihr alleine weitergemacht, diesen Flug. Was war für dich die schwierigste oder aber auch die schönste Strecke jetzt auf diesem Weg zum Chiemsee? Die schönste war wohl die zweite in den Dolomiten, weil es die weiteste war, weil es über meine Dolomiten war. Nein, aber das war der geilste Flug, weil die Berglandschaft, das Schwierige, weil der Hauptkammüberflug ist immer nicht so einfach. Und dass wir noch so einen Tag hatten, das hat das Ganze als Highlight hat es dann gemacht. Das war das Schönste. Also gerade die 13, das sind ja fantastische Aufnahmen. Ja. Mhm. Also hat mich mega begeistert. Habt ihr Fragen im Publikum zu den beiden? Weil ansonsten hätte ich auch noch eine Frage. Du kommst dann gleich dran. Eine Frage ist, könnt ihr euch vorstellen, mit dem
Drachen, oder also mit einer Biwak-Ausrüstung, Mini-Zelt, so von Berg zu fliegen und, sag ich mal, eine richtig weite Strecke zu machen. Also richtig über Land, oben einlanden und dann am nächsten Morgen wieder weiterfliegen. Eigentlich wissen die meisten nicht, dass das Biwak-Fliegen oder beziehungsweise das X-Alps von einem Drachenflieger entstanden ist. Mhm. Das war ein Schweizer, Didier Favre, der hat damals mehrmals probiert und ich glaube ein paar Mal geschafft, von Monaco zu starten bis in die Slowenien zu fliegen. Ah, okay. Also und da hat es genau eine Route, die umgekehrte Route sozusagen war das. Ja, genau, genau. Ja. Und der ist, aber der hat lange gebraucht. Also er ist weggeflogen, ist auf die Alm gelandet und da gibt es Filme und Bücher, die er geschrieben hat. Und wenn es ihm gefallen hat, dann ist er auf eine Alm für mehrere Tage geblieben. Okay. Und hat dort ein bisschen mit der Alm. Also sprich, du musst einfach warten, bis wieder richtig gutes Flugwetter ist und der kann dann den Flug fortsetzen. Also der hat wirklich ein echtes Biwak-Erlebnisflug gemacht. Okay. Cool. Steffen, ich wollte ja auch noch fragen, was für dich der schönste Part war von dieser Reise. Und ich war ja am Anfang dabei und ich war am Schluss dabei. Ich muss eine kurze Anekdote erzählen, weil der Steffen hat mich vor dem Start zum Chiemsee, also wo dieser Flug zum Chiemsee anstand, noch gesagt, soll ich mein Vario hinmachen oder nicht? Was meinst du, Regina? Und ich habe gesagt, also der Alex wird trocken landen, aber du wirst nass landen. Das hat er mir erst übel genommen, aber er hat es dann genauso gemacht. Hast du es gesagt? Ich habe das gesagt, ja. Und zum Glück hat er dann sein Vario, glaube ich, nicht nass gemacht. Genau. Bist also, du nicht böse geworden? Das heißt, wir können ja das kleine Geheimnis, hast du ja eben auch schon gesagt, also die eigentliche Landung da am Wasser haben wir dann abends nochmal aufgenommen. Als wir natürlich diesen wunderschönen Flug da hatten, da hat es natürlich noch ganz schön geballert, als wir gelandet sind. Also geballert, die Thermik war noch aktiv und das ganze Filmteam musste erstmal ankommen. Und dann haben wir uns am Chiemsee nochmal rausschleppen lassen für den Sonnenuntergang mit ruhiger Luft und konnten dann diesen Stunt sozusagen dann am Wasser machen. Aber ich hatte vorgesorgt und habe mir gesagt, okay, für diese Landung mache ich mein Vario mal lieber ins Trockene und das war schon ganz, ganz gut, sonst hätte ich jetzt kein Vario mehr. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich habe den Landeplatz gesehen und habe mir nur gedacht, ja, sportlich. Respekt, sportlich, wenn man hier rein landet und der Alex ist halt echt Profi, das war super gut und eigentlich war deine Landung fast exakt auch am stehend. Ja, das Wasser ging bis dahin. Wasser. Ja. Genau. Also, solange es nicht bis hierhin geht, ist alles gut. Aber genau, trotzdem wollte ich noch mal wissen, dein schönster Part von dieser Reise. Also mit Abstand auch würde ich sagen, der Dolomitenteil. Also Drei Zinnen ist einfach unvergleichlich. Ich wollte da immer auch mal drüber fliegen. Und dass das an dem Tag funktioniert hat, das ist wirklich... Also das war wirklich so schicksalhaft. Also manchmal habe ich den Eindruck gehabt, dass der gute Geist Guidos uns da geführt hat, wer weiß. Aber das war wirklich sensationell. Wobei alles eigentlich toll war. Für mich war wirklich so, ich habe ja schon viele Filme gemacht und so weiter, aber für mich ist dieses Projekt so ein das schönste und ein Herzensprojekt gewesen, weil es natürlich mit meinem Hobby verbunden ist und so weiter und so Liebe und Seele halt mit reinfließen konnte. Danke Steffen, danke Alex. Ja, herzlichen Dank euch beiden und das sind einfach Emotionen pur, das spürt man auch, obwohl das so lange her ist schon, der Flug ist ja schon eine Zeit lang her. Ja. Herzlichen Dank euch an euch beiden und wir werden jetzt dabei die Bühne umbauen für den nächsten Vortrag von der DHV Jugend. Die wird sich vorstellen und Applaus den zwei. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.